Vielleicht nicht ganz so stark wie Bud Spencer, aber der SV Waldhof ist sehr stark ins neue Jahr gestartet. 3 Spiele, 3 Siege, 9.300 Fans wollen gegen Verl den nächsten Dreier sehen. Dann wäre Mannheim auf einen Punkt am Relegationsrang dran. Waldhof in Blau-Schwarz beginnt sehenswert. 6. Minute, Fridolin Wagner auf Martinovic, wunderbar gespielt auf Sohm. Pascal Sohm schreibt das Aluminium, allerdings auf Abseits entschieden von Schiedsrichter Florian Heft. Auf alle Fälle ein äußerst sehenswerter Angriff vom Team von Christian Neiter, der nach dem 4-1 in Köln heute einmal umstellt. Winkler für Pledel in der Startelf. Aber Vorsicht vor Verl, zuletzt mit 2-0 Sieg gegen Saarbrücken und auch hier aktiv. Sessa dann geklärt von Segert, Sapina mit satten Schuss und plötzlich steht es 0-1. 30 mitgereiste Verler Fans freut Oliver Batista Meyer, Winterneuzugang von Dynamo Dresden mit der Verler Führung. Wir müssen über Jan-Christoph Bartels reden, der Schuss ist scharf und er hat eine fiese Flugkurve, sieht man jetzt hier ganz gut, aber dann unglücklich genau vor die Füße von Batista Meyer. Guter Start für Michel Kniaz-Verler. Mannheim auch gegen 1860 früh zurückgelegen, gewann am Ende noch 3-1 hier zu Hause. Dann Verl mit Tiede, mit diesem Klops auf Wagner, probiert es direkt, Fridolin Wagner, Tiede macht seinen Fehler wieder gut. Niklas Tiede hat mal ein Bundesligaspiel für den SC Freiburg absolviert, hier mit dem Fehler, Wagner fackelt nicht lang, knapp 20 Minuten rum. Dann 20 Minuten Chancenleerlauf bis zur Ecke Rossipal. Der kommt zu Martin Winkler. Schnell und wendig. Dann Martinovic, der wurschtelt hier und Rossipal, diesmal Tiede sicher. 42. Minute, mal wieder ein Abschluss und das der Auftakt zur Mannheimer Schlussoffensive in der ersten Hälfte. Jans auf Winkler. Martin Winkler ist schnell und er sieht Martinovic. So einfach geht's. 44. Minute, 7. Saisontor, Dominik Martinovic. Und er hat es eilig. Sowas wie Mannheims Lebensversicherung. Aber ein Löwenanteil an diesem Treffer gehört Martin Winkler mit deutlichen Tempovorteilen gegen Stöcker. Und dann Martinovic ungedeckt und kompromisslos zum Ausgleich. Waldhof verarbeitet sich das Remis zur Pause. Guter Zeitpunkt. Alles wieder offen. Christian Neidhardt vertraut seiner Elf. Keine Wechsel zur zweiten Hälfte. Und der Waldhof will mehr. Mit Sohm, mit Winkler. Verl kriegt es nicht geklärt. Wieder Sohm. Hübsch auf Martin Winkler. Der sucht das 1 gegen 1. Und wie vernascht. Bark sucht wieder Martinovic. Die Erfolgskombo vom 1-1. Der Abschluss Martinovic diesmal zu zentral. Aber die Gastgeber jetzt spielbestimmt. 52. Minute. Adrien Lebeau. Martinovic geht zunächst mal hier nach außen, um dann Schwung zu holen. Um dann den Abschluss zu suchen. Tiede. Guter Schuss vom Deutsch-Kroaten. Vergangene Saison 11 Tore, aktuell 7 hier. Der Tiede 52. Von Verl kommt in der zweiten Hälfte bis dahin mal offensiv so gar nichts. Dann aber setzen sie sich mal auf der rechten Seite fest. Mannheim kriegt es nicht geklärt. Bark. Guter Ball in die Spitze. Da ist Jans. Laurent Jans. Das war viel Risiko vom luxemburgischen Nationalspieler. Klärt das hier vor Jari Otto. Aber letztlich risikoreich, aber dann doch irgendwie souverän. 25 Minuten vor dem Ende und Jans auch in der nächsten Szene im Fokus. Mit dieser Hereingabe Winkler, Sohm, tolle Ball an und Mitnahme. Aber der Schuss zu zentral in die Beine von Niklas Tiede, der richtig steht. Wird's noch was mit dem vierten Sieg im vierten Ligaspiel 2023? Schlussphase, Ecke Rossipal, 82. Wagner und da ist Riedel! Da war das ganz dicke Ding zum 2-1. Julian Riedel, 1,82 groß, kriegt die Kugel nicht mehr auf den Verler Kasten gedrückt. Zuvor gut verlängert von Wagner. Aber so bleibt es beim 1-1. Waldhof Mannheim verpasst es, an Saarbrücken vorbeizuziehen. Bleibt aber das beste Heimteam der Liga und 2023 ungeschlagen. Freitag geht es dann weiter auswärts bei Erzgebirge Aue.